Ja, bei uns ist unser Cheftrainer Christian Tietz. Christian, am Ende hier hart umkämpftes 0:0, vor allem in der zweiten Halbzeit, nach einer ersten Halbzeit, die wir recht klar dominiert haben. So deine Eindrücke so direkt kurz nach dem Spiel? Ja, das, was du eigentlich mir eben schon vorweggenommen hast, dass wir eine hervorragende erste Halbzeit gespielt haben mit der absoluten Spielkontrolle. Unser Problem war nur, wir hatten 4, 5 Chancen, die würde man von außen dann als Halbchancen betrachten, aber wir müssen einfach nur den Ball direkt schießen, dann sind es Riesendinger. Und da hatten wir haben wir in der Einzel zumindest das erste Mal eine Umschaltmöglichkeit für Heidenheim zugelassen. Da haben wir es verpasst, ein Stück weg mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen, das hätten sie auch gut getan. Als es dann hier rauskam, dann kam Heidenheim mit einer anderen Wucht. Dann war das aber ein Spiel, was hin und her ging mit so ein bisschen offenen Schlagertausch. Das wollten wir so nicht haben, das kann ich ganz offen sagen. Vor allen Dingen, weil wir dann auch zu schnelle Ballverluste hatten. Aber das zeigt uns auch momentan aus, dass wir dann Widerstand sind, dass wir dann ertragen, aushalten können, auch mal einen gewissen Druck. Und so wie Heidenheim hier das Spiel, was sie entscheiden konnte, hätten wir mit unseren Umschaltaktionen auch entscheiden können. Ja, du sagst es gerade, aushalten, genau, dass man auch mal wirklich diese Leidensmomente dann auch hat. Ist es dann auch wirklich so, dass man sagen kann, gewonnener Punkt am Ende, ein Punkt der Moral, für die Moral dann auch, ganz wichtig? Ja, ich finde, wenn man das gesamte Spiel sieht, ist das absolut verdient, dass wir hier den Punkt geholt haben und vor allen Dingen, was uns auch gut tut, dass wir es auch zu Null gespielt haben. Wir spielen ja hier nicht gegen den Tabellen 17 und 18, sondern gegen eine Mannschaft, die ganz oben steht und um den Aufstieg in der ersten Bundesliga spielt. Und dann war das schon phasenweise und über weite Strecken sehr beeindruckend, was wir hier gespielt haben. Jetzt geht's weiter, Heimspiel gegen Nürnberg. Es wird natürlich viel immer darüber gesprochen, jetzt 9 Punkte von dem Relegationsrang. Ich weiß ja, du sagst immer von Spiel zu Spiel und es gilt einfach, so viele Punkte wie möglich zu holen, aber trotzdem ja, ein schöner Zwischenschritt, kann man sagen. Ja, insgesamt, wenn du hier in Heidenheim 0-0 spielst dann und auch zuvor gegen Hamburg den Heimsieg holst, dann zeigt es, wie stabil und wir geworden sind, vor allen Dingen auch, wie wir diese Spiele angehen. Da ist auch viel unsererseits mit dem Ball, mit Dominanzen herausgespielten Torschancen, aber halt auch das Verteidigungsverhalten. Und jetzt dürfen die Jungs aber auch auf der Rückfahrt wirklich das genießen, dass sie das hier verdient haben. Und dann heißt es zu Hause von unserem eigenen Publikum, wo wir versuchen, dass wir dann wieder mit dem Heimsieg uns weiter stabilisieren. Ein paar Worte noch zu Domme Reimann und seine Paraden. Ja, Dommer war natürlich heute herausragend, wie er hinten drin gespielt hat, wie er die Ruhe bewahrt hat, mit schnellen Reaktionen die Bälle geholt hat. Das war natürlich auch für uns wichtig in dem Spiel. Ja, bei uns ist Domme Reimann. Domme am Ende 0:0 hier beim 1. FC Heidenheim, beim Aufstiegskandidaten, bei der stärksten Heimmannschaft der Liga. Und du standst ziemlich oft im Mittelpunkt, hast dich wirklich ein ums andere Mal durch richtig starke Paraden ausgezeichnet. Ein Spiel, wie es einem Torhüter wirklich richtig gut gefallen kann, auch wenn das Tor vorne nicht gefallen ist. Ja, also insgesamt bin ich froh, dass wir das Spiel zu Null spielen konnten hier in der Arena, wo die heimstärkste Mannschaft auf uns gewartet hat. Bin ich insgesamt sehr zufrieden und ja, ein bisschen schade ist es schon, dass wir dann vorne keinen gemacht hätten oder haben, sonst hätten wir wirklich 3 Punkte hier mitnehmen können. Wie hast du denn die Szenen erlebt? Es gab ja vor allem in der zweiten Hälfte einige Einschussmöglichkeiten, die du wirklich teilweise ja, grandios vereitelt hast. Danke. Ja, es geht so schnell im Spiel, da hat man gar keine Zeit, drüber nachzudenken. Und auch im Nachhinein hast du keine Chance, weil das Spiel halt weitergeht. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich heute der Mannschaft so helfen konnte, dass wir hier einen Punkt mitnehmen können. Der Trainer hat auch schon gesagt, schöne Zwischenstation, 39 Punkte. Ein Blick auf die Tabelle ist immer so das andere Thema, weil es eben noch Spiele gibt und man natürlich jedes Spiel gewinnen möchte. Aber wenn man sieht, 9 Punkte vor dem Relegationsplatz, liest sich schon gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch für die Köpfe ganz gut, dass man jetzt wieder eine Woche gehen kann, wo man nicht den allergrößten Druck hat, wo man dann auch am Freitag befreit aufspielen kann. Und ich glaube, dann sind wir auch mit am stärksten, wenn wir wirklich die Köpfe frei haben und wissen, was wir können und wie wir spielen können und dann auch noch zu Hause. Und dann insgesamt das Ding zu Hause klar zu machen, ist natürlich Weltklasse. Abschließend nochmal die Frage, gerade jetzt so die Entwicklung der letzten Wochen und Monate. Was zeichnet die Mannschaft aus deiner Sicht besonders aus? Sie hat sich ja wirklich stark entwickelt. Ja, wir sind deutlich stabiler haben es geschafft, deutlich stabiler hinten zu sein. Und das zeichnet uns, glaube ich, auch ein Stück weit aus, dass wir halt nicht jedes Spiel einige Gegentore bekommen, sondern dass wir es auch mal schaffen, so ein Spiel jetzt wie heute einfach zu Null zu spielen und dann auch einen Punkt mitzunehmen. Alles klar, Domme. Vielen, vielen Dank und gute Heimfahrt. Dankeschön.